Normen als Ausdrucksform eines Unternehmensleitbilds. Was ist eine Norm? Es gibt geschriebene Normen und es gibt ungeschriebene Normen. Normen sind Verhaltensregeln. Und die gibt es im Unternehmen, geschrieben und ungeschrieben. Ungeschriebene Gesetze. Ja, es gibt im Unternehmen auch sehr viele Normen, die nicht offen kommuniziert werden, aber ungeschrieben gelten. Und das ist eine Ausdrucksform eines Unternehmensleitbildes. Genauso eher unterschwellig, aber wichtig sind die Rituale. Was sind Rituale? Rituale sind immer wiederkehrende Verhaltensmuster. Und Rituale sind also Gewohnheiten. Rituale sind Dinge, die in gleicher Form immer wieder kommen. Und Rituale sind etwas sehr, sehr Kraftvolles. Überall, wo es darum geht, einen gemeinsamen Geist zu erzeugen, kommen Sie um Rituale nicht herum. Oder anders, nehmen Sie die Rituale raus und der gemeinsame Geist bricht wahrscheinlich zusammen. Alle Formen in der Geschichte, wo Menschen sich zusammengefunden haben für eine gemeinsame Idee, sei es in einen Krieg zu ziehen, weil man glaubte irgendwie, keine Ahnung, diese Kreuzritter-Dinge, weil man glaubte, für irgendeinen Glauben da jetzt irgendwas tun zu müssen, sei es für eine politische Ausrichtung, sei es für eine Religion, sei es für irgendetwas, sei es ein Rockerclub. Ich habe gestern zufällig irgendwie mit einem Auge sowas gesehen, Bericht über die Bandidos. Ja? Egal, wo Sie schauen, Sie finden Rituale. Rituale sind unglaublich kraftvoll, weil sie auf einer tieferen Ebene arbeiten als rein unser nüchterner Verstand. Rituale beziehen auf den Körper mit ein, ja? Korrespondieren sehr oft auch mit Symbolen. Ja? Rituale und Symbole sind sehr dicht beieinander. Symbole ist also für ein Unternehmen so etwas wie ein Logo, ne, ein Erkennungszeichen, eine Marke, ja, korrespondiert sehr oft. Und in einer Untersuchung, die ich mal gelesen habe, über die katholische Kirche, ne, da hat jemand mal untersucht, weil von irgendeinem Standpunkt ist die katholische Kirche ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Besteht seit über 2000 Jahren, hat alles überdauert, was so seitdem auf der Welt passiert ist, und da ist eine Menge passiert. Wie machen die das? Und einer der Erfolgsfaktoren, die dieser Mensch da herausgearbeitet hat in seiner Untersuchung, war Ritual. Ritual. Seit 2000 Jahren wahrscheinlich gar kein Unterschied in diesen Ritualen. Unglaublich kraftvoll. Ja? Verbindet, schafft Vertrauen. Ja, man weiß, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Man kann sogar mitmachen. Ja, im Wechsel Pastor und Gemeinde, man kann mitmachen, man ist einbezogen, sehr, sehr, sehr kraftvoll. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.